Du möchtest dir ein Wichsschweißgerät kaufen, vielleicht dein erstes Wichsschweißgerät oder ein neues Wichsschweißgerät, dann ist der Markt heutzutage extrem unübersichtlich. Und selbst wenn man sich für einen Hersteller entschieden hat, dann haben die meistens verschiedene Modelle und dann überlegt man, nehme ich lieber das, nehme ich lieber dies, nehme ich lieber jenes. Darum machen wir dieses Video. Wichsschweißen ist ein absolut geniales Schweißverfahren. Es ist sauber, es ist ordentlich, man hat keine Spritzer, man hat kaum Nacharbeit. Riesenvorteil, man hat auch sehr, sehr wenig Dämpfe in der Werkstatt, wenn man damit schweißt. Wichsschweißen ist einfach genial, keine Frage, aber der Markt an Geräten ist extrem unübersichtlich. Da ich fast täglich diese Fragen bekomme, weiß ich natürlich, wo bei euch der Schuh drückt, was ihr wissen wollt. Und das fasse ich alles in diesem Video zusammen. Gleich ganz am Anfang, ich habe meine verschiedenen Marken, die ich immer wieder empfehle, die ich selber nutze. Und was ich selber nutze, empfehle ich natürlich auch. Es gibt aber auch viele andere Hersteller. Ich habe für die nächsten Monate da auch andere Hersteller in Planung, die ich noch vorstellen werde. Trotzdem sind so das meine Favoriten. Das sind meine Geräte, mit denen ich arbeite. Und es geht nicht nur um das Gerät alleine, es geht natürlich auch um das, was das Gerät können sollte, können muss, was heutzutage Stand der Technik ist. Und das will ich euch in diesem Video in Kurzform erklären, sodass ihr wirklich sicher seid, wenn ihr euch ein neues Gerät kauft, auf den und den Punkt achte ich unbedingt. Und damit kaufe ich mir ein wirklich zukunftssicheres Wichsschweißgerät und habe keinen teuren Fehlkauf, wo ich in 2-3 Monaten sage, ach, hätte ich mal lieber das gekauft. Weil das ist immer das größte Problem, dass man dann im Nachhinein sagt, hätte ich mal. Das war mein erstes Wichsschweißgerät. Das habe ich vor 15 Jahren gekauft. Damit habe ich auch mal diesen Kanal angefangen. Und das funktioniert immer noch. Und das kann man auch immer noch nutzen, um damit zu schweißen. Es wäre aber jetzt nicht mehr meine Auswahl, wenn ich mir ein neues Gerät kaufe. Ganz einfach, es hat hier nur 2 Drehregler. Es hat wirklich nur limitierte Einstellungen. Es hat nur 2 Takt. Es hat keinen 4-Takt. Es ist also wirklich so ein bisschen limitiert. Und das ist das Erste, was ich dir mit ans Herz legen möchte. Wenn du dir ein Schweißgerät kaufst, kauf dir immer ein Schweißgerät, wo man eine komplette Schweißrampe hat, wo man diese komplette Schweißrampe auch wirklich einstellen kann. Das ist wirklich ein wichtiger Faktor. Das fängt an, dass man sowas hat wie 4-Takt, dass man wirklich auf den Taster drauf drückt. Dann ist man im Zündstrom. Das Gerät sollte auch wirklich einen richtigen Zündstrom haben. Und dann lässt man den Taster los. Man geht zu seinem Schweißstrom hoch und dann drückt man hinterher wieder drauf. Der Strom sinkt wieder ab. Und das ist schon mal wichtig, dass man so eine schöne Schweißrampe hat, diese Schweißrampe auch wirklich einstellen kann. Die meisten, die sich Geräte kaufen und sagen, ich will nur einen Drehregler oder 2 Einstellungsmöglichkeiten, die schreiben mir nach 2-3 Monaten und sagen, hätte ich mal auf dich gehört und hätte ich mir ein Gerät mit einer kompletten Schweißrampe gekauft. Jetzt will ich dünnes Material schweißen, ich habe keinen richtigen Startstrom. Darum meine erste Empfehlung, heutzutage ist wirklich Stand der Technik eine komplette Schweißrampe und diese komplette Schweißrampe sollte man auch einstellen können. Wenn wir ganz grundlegend bei einem Einstellen von Schweißgeräten sind, dann würde ich heutzutage auch immer zu einer digitalen Steuerung raten. Das heißt, solche Drehregler sind nie hundertprozentig genau. Bei einer digitalen Steuerung kann ich wirklich zum Beispiel sagen, ich will eine Anstiegsrampe von 0,5 Sekunden haben. Ich habe damit eine hohe Wiederholungsgenauigkeit. Ich kann mein Gerät nach einer Tabelle immer wieder genau einstellen. Das ist hier bei so Drehreglern immer deutlich schwieriger. Ich habe hier zum Beispiel 100 Ampere, hier 130. Wenn ich jetzt mal 105 Ampere haben will oder so, das wird schon schwierig. Grundlegende Unterscheidung zwischen diesen Geräten ist jetzt, hierbei handelt es sich um ein DC-Gerät. Das sind alles AC-DC-Geräte. Das heißt, hiermit schweiße ich nur mit Gleichstrom. Mit den anderen Geräten kann ich auch mit Wechselstrom schweißen. Ich habe hier drüben noch ein Gerät, das schweißt auch mit Wechselstrom. Und das ist noch ein Gleichstrom-Schweißgerät. Das heißt, mit dem WE201 kann ich in der Form nur Stahl, Edelstahl, Kupfer und so weiter schweißen, Aluminium. Dafür brauche ich ein Wechselstrom-Schweißgerät. Das ist die grundlegende Unterscheidung. Es gibt auch Methoden, wie man mit Gleichstrom Aluminium schweißen kann, aber ich kann euch verraten, es funktioniert wirklich sehr schlecht. Es funktioniert nur an einzelnen Mustern. Wenn man damit wirklich vernünftig Aluminium schweißen will, dann braucht man ein Wechselstrom-Schweißgerät. Das mit Gleichstrom ist wirklich so eine Sache. Gibt es verschiedene Videos, da werden kleine Tests
Bleche geschweißt oder dergleichen, da funktioniert es. Aber das wirklich in der Praxis anzuwenden, ist sehr, sehr schwierig. Darum, wenn ihr Aluminium schweißen wollt, dann braucht ihr ein Wechselstrom-Schweißgerät. Das wären zum Beispiel die Geräte hier oder die SuperTIC 200 oder das WE 2003. Das kann ich in dem Zuge auch gleich erwähnen. Das WE 2003 wird es in der Form gar nicht mehr geben. Das ist aktuell ausverkauft. Ich habe nachgefragt, weil mich viele gefragt haben, es wird erst nächstes Jahr wieder neu kommen. Das heißt, wir hatten ein Video dazu gemacht und das Video habt ihr vielfach zum Anlass genommen, dass ihr euch dieses Gerät gekauft habt und deswegen ist es ausverkauft. Es wird erst 2004 wieder auf den Markt kommen, dann aber auch mit einem völlig neuen Display. Wenn wir aber hier den Unterschied machen, dann ist ein DC-Schweißgerät in der Form, das kostet so um die 300 Euro, ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, bietet eine Menge für den Preis, immer noch ungefähr halb so teuer wie ein AC-DC-Schweißgerät. Das heißt, sowas hier kostet knapp 600 Euro, das kostet hier 300. Wenn man so sieht, hier eine SuperTIC 200 kostet nach wie vor 600 Euro. Das Gerät gibt es ja in der Form, glaube ich, gar nicht mehr. Vielleicht gibt es es auch noch, weiß ich nicht. Wäre jetzt halt auch keine Empfehlung mehr. Sowas kostet 800 Euro, aber ohne Schlauchpaket. Sowas kostet 700 Euro. Wir gehen gleich nochmal auf die Geräte ein. Aber dass man so eine Hausnummer hat, wenn man irgendwann mal Aluminium schweißen will, und Aluminium ist natürlich ein toller Werkstoff, hat man eine tolle Möglichkeit, dann braucht man ein AC-DC-Schweißgerät. Weiteres sehr wichtiges Kriterium bei WIG-Schweißgeräten ist natürlich für viele die Einschaltdauer. Das heißt, wie lange kann ich mit meinem WIG-Schweißgerät schweißen? Und da haben viele immer die Angst, dass das Gerät gleich abschaltet, dass das Gerät gleich kaputt geht. Ich habe es mal geschafft, das Gerät hier auszuschalten. Da habe ich allerdings mit einem Schlauchpaket mit 200 Ampere ein Loch in eine 6 mm Edelstahlplatte geschmort. Da ist es irgendwann ausgegangen, Viertelstunde gewartet, ist es wieder angegangen. Aber was sagt denn diese Einschaltdauer im Prinzip aus? Die Einschaltdauer ist nicht der Punkt, wo dieses Gerät abschaltet. Die Einschaltdauer ist der Wert, den der Hersteller angibt und sagt, so lange kannst du mit meinem Gerät arbeiten, da gebe ich dir die Garantie, da passiert nichts mit dem Gerät. Und da sind manche Hersteller sehr, sehr optimistisch, andere sind eher sehr, sehr vorsichtig, kann man sagen. Zum Beispiel diese Parkside-Geräte, die haben eine sehr geringe Einschaltdauer. Damit sichert sich der Hersteller natürlich auch ab. Die sagen von wegen mit meinem Gerät, nee, da kannst du nicht so lange arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn man gerade bei Parkside bleibt, bei den MIG-MAG-Schweißgeräten, da gibt es Leute, die haben die stundenlang getestet und haben nicht geschafft, die abzuschalten. Um das Ganze ganz kurz auszuführen, für mich ist es kein entscheidender Wert beim Kauf eines WIG-Schweißgerätes, die Einschaltdauer. Meistens wird das Schlauchpaket viel zu warm. Da kann man immer eine Wasserkühlung nachrüsten. Entweder man bastelt sich eine, gibt es ein Video zu, habe ich mir mal selbst gebastelt, funktioniert wirklich sehr gut. Oder man kauft sich eine, die man dann da unterstellt oder neben das Gerät stellt. Und dann bekommt man ein gekühltes Schlauchpaket und das ist wirklich der zentrale Punkt. Das Schlauchpaket ist immer der Punkt, der versagt. Und da kann man wirklich nur mit einer Wasserkühlung gegen helfen. Es gibt dann teilweise auch Leute, die sich ein luftgekühltes 300 Ampere Schweißgerät kaufen. Völliger Blödsinn. Gerade in dem WIG-Bereich völliger Blödsinn, aber auch beim MIG-MAG-Bereich völliger Blödsinn. Da würde ich immer zu einem Gerät mit einer Wasserkühlung raten. Das ist deutlich sinnvoller, als sich so ein hochgerüstetes Gerät zu kaufen, wo es dann heißt, das Gerät kann die Leistung ab. Ja, aber das Schlauchpaket nicht. Schlauchpaket ist dann wirklich ein zentraler Punkt. Ich habe immer diese 26er SR26 Schlauchpakete. Damit bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Gerade mit dem Schlauchpaket hier bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Wenn mich jemand fragt zum ganz normalen DC-Schweißgerät, dann empfehle ich eigentlich aktuell immer das WE201, weil es ist wirklich sehr empfehlenswert. Es hat eine komplette Schweißrampe, die kann man digital einstellen, 2-Takt, 4-Takt, es hat Puls, es hat alles, was man sich so vorstellen kann. Es ist sehr bezahlbar, es hat eine sehr gute Qualität und das Feedback, was ich von euch bekomme, ist da wirklich auch immer sehr, sehr positiv. Eine Besonderheit, die man sonst nicht in der Preisklasse findet, allgemein in der Preisklasse unter 1000 Euro nicht findet. Das Gerät hat einen gesteuerten Lüfter. Das heißt, man fängt an zu schweißen oder man macht das Gerät an. Dann geht erstmal der Lüfter ungefähr eine Minute an. Dann schaltet er ab.
Und wenn man wieder anfängt zu schweißen, geht der Lüfter wieder an. Der Lüfter läuft dann den Zyklus. Das Gerät wird zusätzlich temperaturüberwacht. Also wenn es wieder vernünftig abgekühlt ist, dann geht der Lüfter wieder aus. Und wenn man erneut anfängt zu schweißen, dann geht der Lüfter wieder an. Das ist eine sehr schöne Funktion. Das heißt, meistens hat man ja was, was man vorbereitet. Irgendwann fängt man an zu schweißen. Danach hat man wieder andere Sachen zu tun. Und dann geht das Gerät schön aus, hat man schön seine Ruhe in der Werkstatt. Bei den AC-DC-Wickschweißgeräten macht es auch immer viel Sinn, dass man sich gleich ein Gerät kauft, an dem man auch einen Fußschalter betreiben kann. Alle AC-DC-Schweißgeräte, die ich hier vorgestellt habe oder hier gezeigt habe, haben die Möglichkeit, dass man daran einen Fußschalter bedient. Das ist die SuperTick 200, ein sehr, sehr beliebtes, sehr, sehr ausgereiftes WIC AC-DC-Schweißgerät und das hat wirklich einen traumhaft schönen Fußschalter. Man erkennt das meistens immer, dass man hier wirklich einen mehrpoligen Stecker hat, also so einen Kommunikationsstecker. Hier ist zweipolig bei dem Gerät, da kann man natürlich nur an- und ausschalten. Hier hat man mehrpolig, da kann man das Ganze mit einem Fußschalter anschließen. Das haben aber auch alle anderen Geräte hier. Zum Beispiel hier haben wir fünfpolig, hier haben wir fünfpolig und bei dem Gerät hier hinten haben wir auch fünfpolig. Selbst an diesem Gerät, am WE 2003, kann man einen Fußschalter anschließen. Bei den Fußschaltern gibt es natürlich massive Qualitätsunterschiede. Das finde ich auch nicht schlecht, dass man sich jetzt hier bei Weldinger endlich mal auf fünfpolig eignet. Ansonsten sieht man, man hat hier zweipolig, fünfpolig. Ich habe drüben noch andere Geräte von anderen Herstellern, die haben 13-polig oder 11-polig. Hier hat man 7-polig, ein sehr exotischer Stecker. Und wie gesagt, hier die Weldinger Geräte haben jetzt mittlerweile fast alle 5-polig. Und zu dem 5-polig gibt es auch einen schönen Fußschalter. Das ist aber auch ein wichtiges Kriterium. Wenn man Aluminium schweißen will, dann hat der Fußschalter den riesen Vorteil, ich kann den Schweißstrom damit regulieren. Das heißt, ich stelle hier zum Beispiel 160 Ampere an. Ich drücke den volles Programm durch, das Gerät startet, ich schweiße mit 160 Ampere. Der Werkstoff schmilzt zu stark auf, dann gehe ich langsam mit der Leistung runter. Ja, ich kann das hier wirklich regulieren und das ist gerade fürs Aluminiumschweißen natürlich eine tolle Funktion. Wenn man sich ein Gerät kauft, sollte man darauf achten, dass man das Gerät mit dem Fußschalter benutzen kann. Der nächste große Unterschied bei den AC-DC-Schweißgeräten ist natürlich einmal der Funktionsumfang. Das Gerät bietet alles an Möglichkeiten, was man sich so vorstellen kann. Das ist auch wichtig, eine komplette Schweißrampe, Zweitakt, Viertakt, Puls und dass man natürlich auch beim Wechselstrom verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Das heißt, man kann hier die Balance einstellen, man kann hier die Frequenz einstellen. Das kann man auch bei der SuperTick 200. Der große Unterschied zwischen den beiden Schweißgeräten und den beiden Schweißgeräten ist natürlich, hier habe ich alles auf dem Display, hier muss ich alles durchgehen, hier ist alles immer da. Und bei den Geräten habe ich jetzt eine digitale Steuerung, ich habe einen Display und dieser Display passt sich an. Und das ist auch sowas, was man wirklich bei Hightech oder bei Industriegeräten mittlerweile findet, dass man einen Bildschirm hat, der sich anpasst. Und das ist wirklich sehr, sehr vorteilhaft. Ansonsten SuperTick 200, nach wie vor auch ein Gerät, was ich sehr, sehr gerne empfehle. Eine sehr ausgereifte Technik. Aber man muss sagen, das Gerät hat sich natürlich die letzten Jahre nicht so weiterentwickelt. Ich hätte mir auch immer gewünscht, dass da mal eine Spot-Funktion oder ähnliches kommt. Ist bei dem Gerät nicht gekommen. Das heißt, das Gerät ist eine bewährte Technik und das bleibt auch aktuell so. Mir ist da nichts bekannt, dass da mal irgendwo eine Neuerung kommen sollte. Das heißt, wenn ich jetzt hier das WE 2030 habe, dann habe ich jetzt hier die komplette Schweißrampe. Die Schweißrampe kann ich durchgehen. Das ist ein ganz einfacher DC-Prozess. Und wenn ich jetzt dazu zum Beispiel mal den Puls mit reinnehme, dann wird erst die Funktion für das Pulsen eingestellt, beziehungsweise die Werte, die ich da einstellen kann. Das heißt, das Gerät ist dadurch deutlich übersichtlicher. Und das ist auch so die moderne Form, die man zum Beispiel beim Rehm Tiger sieht, die man bei einer Tetrix sieht. Und das WE 2030 war mit Abstand das erste Gerät, das sowas wirklich geboten hat. Ich weiß auch jetzt aktuell nur, dass das WE 204P, was daneben steht, dass das das Gleiche bietet. Und jetzt haben mich verschiedene Leute gefragt, kannst du nochmal die Unterschiede erklären, dass man das so ein bisschen sieht? Und das will ich natürlich in diesem Video auch machen. Aber ganz grundsätzlich sieht man hier, wie sich so eine Steuerung entwickelt, wie die übersichtlicher wird.
Darum habe ich immer vielen Hobbyanwendern gesagt, normal reicht so ein Gerät. Das hat jetzt hier keine Spot-Funktion, genau wie die SuperTick 200. Die Geräte bieten aber für den Preis wirklich alles. Man kann damit Stahl schweißen, man kann damit Aluminium schweißen, man kann mit einem Fußschalter arbeiten. Die SuperTick 200 hat keinen temperaturgesteuerten Lüfter. Das Gerät hier hat zum Beispiel auch einen temperaturgesteuerten Lüfter. Wie gesagt, das Gerät wird es in der Form nicht mehr geben. Da soll eine neue Version kommen. Bin ich sehr gespannt. Wenn ich da die Möglichkeit habe, werde ich das natürlich auch vorstellen. Die Geräte hier haben viele mich gefragt, von wegen, ob ich die mal miteinander vergleichen kann, so ein bisschen die Vorteile rausarbeiten kann. Das heißt, das WE 2030 ist aus der Weldinger Professional Line, bietet wirklich in den Einstellungen unglaubliche Möglichkeiten. Ich habe hier zum Beispiel eine Spot-Funktion und bei der Spot-Funktion kann ich auch noch die komplette Rampe einstellen, kann da wirklich jeden Parameter beeinflussen. Und das ist natürlich ein absolutes Profiniveau. Das heißt, ich habe zusätzlich einen gesteuerten Lüfter. Der Lüfter geht am Anfang, glaube ich, kurz, nee, am Anfang geht er auch nicht an, er geht nur an, wenn ich anfange zu schweißen. Ist bei verschiedenen Geräten anders geregelt. Läuft dann ein Zyklus und geht dann wieder aus und man hat das Gerät wieder wie hier schön ruhig. Darum nutze ich das auch gerne, um daran die Einstellungen zu erklären. Ansonsten hat man einen kompletten Display, der sich immer wieder anpasst. Man hat alle Einstellungen, die man sich in irgendeiner Form wünschen kann. Und das WE204P hat auch einen Bildschirm, der sich immer wieder anpasst. Der Bildschirm ist hier auch komplett eingedeutscht, also bietet auch viele tolle Möglichkeiten. Hat aber zum Beispiel nicht, wenn ich einen Spot einstelle, dass ich den Spot noch definieren kann, dass ich in den Spot zusätzlich den Puls noch mit reinnehmen kann. Also so weit in die Tiefe geht das Gerät nicht. Hat keinen temperaturgesteuerten Lüfter, aber ansonsten ist es wirklich auch ein außergewöhnliches WIX-Schweißgerät. Habe ich jahrelang benutzt, benutze ich jetzt aktuell auch. Zum Beispiel bei dem WE 2030, wenn ich das Gas nicht geöffnet habe, was passiert bei einem normalen Schweißgerät? Ich zünde und das Gerät zündet trotzdem und man hat die ganze Nadel verbrannt. Das Gerät erkennt, dass kein Schutzgas aufliegt oder anliegt und dann sagt das Gerät, nö, dann schweißen wir auch nicht. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten summieren sich und man hat damit dann richtig tolles Werkzeug. Also mir würde es auch schwer fallen, wirklich von wegen zu sagen, welches von beiden Geräten ich nehmen würde, wenn ich mir jetzt eins kaufen müsste oder kaufen wollte. Ich würde für jeden empfehlen, ein WE 2030, wenn ich ein Gerät haben will, was wirklich ein Profigerät sehr, sehr nahe kommt, und ein WE 204P für jeden ambitionierten Hobbyschweißer. Und wie gesagt, ein WE 2030 oder eine SuperTick 200 ist für den Einsteiger, für den, der jetzt sich ein WIX-Schweißgerät, ein AC-DC-Schweißgerät kaufen will, vollkommen ausreichend. So, ich hoffe, ich habe ein bisschen informiert. Ich habe so ein bisschen die Unklarheiten da beseitigt in dem Falle auch, wo hier viele Fragen kamen. Alle Geräte, die ich hier in Kurzform vorgestellt habe, zu allen Geräten gibt es natürlich ausführliche Videos und zu allen Geräten verlinke ich natürlich den Link hier unter oder die Bezugsquelle hier unter. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Ich hoffe, das war interessant. Das haben viele Leute immer gefragt und ich bekomme da auch so viele Fragen immer zu. Beantworte ich immer alles gerne, aber ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen aufklären und so 5 Minuten ein bisschen quatschen. Ich glaube, es ist ein bisschen länger geworden jetzt. Ist meistens besser, als dass man irgendwo in so einer E-Mail nur mal ganz kurz 2, 3 Sätze schreibt. Hier kann man das doch deutlich plastischer zeigen, wo wirklich die Unterschiede sind. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.